Ich lese von Tom Schulz das Wunder von Zatagora, eine polnisch-ukrainische Reise. Ich sah, als ich weiterlief, Trauben von Jugendlichen vor der medizinischen Fakultät. Sie warteten vor den Gebäuden. Worauf? Sie warteten auf etwas, von dem ich leise wusste. Ein Klingelzeichen oder den Beginn einer neuen Zeiteinheit. Ich wollte dies hinter mir lassen, ein für alle Mal, das sinnlose Tun. Die Gedenktafeln auch, die Orden auf einem Revers. In mir atmete noch der Geruch frisch geschnittener Astern und Hortensien, den ich seit dem Passieren des Blumenmarktes abseits der Kathedrale mit mir trug, als ich den Eingang zum Lychaki-Friedhof besucht hatte. Die verschattete Stille, die ich mir nach dem Treiben des morgendlichen Berufsverkehrs von diesem Ort erhofft hatte, wollte sich nicht gleich einstellen. Zu viele Geräusche von der nahen Straße. Erst als ich tiefer in das Areal vordrang, breitete sich Ruhe aus. Prächtige Jugendstilgruften und kleine Kapellen, Familiengräber, Steine mit eingelassenen Köpfen, Frauenabbilder, Verehrung, Pathos und Totenkult, auch Kitsch. Alles findet sich hier dicht beieinander. Alles im Übermaß und in einer Größe, die den Erdenmensch um Längen überragt. Hochrangige Generäle, Politiker, Kirchenfürsten, Katechisten ihrer Zeit. Hier legen sie neben anderen kleineren Häuptern, von denen niemand wissen muss oder jemals wusste. Russen, Ukrainer, Polen, Deutsche, Helden, Sowjetniks, allerlei Patriotengräber, überwiegend gelb und blau begrenzt. Oft mit Plastikschmuck und Kunstblumen. So hält sich das Gedenken länger. Große Männer, bedeutende Frauen, wer weiß schon so genau. Herrlich die Stuck- und Marmorengel und Jungfrauen aus geküsstem Basalt. Durch viele Reihen muss man gehen, ehe man sich satt gesehen hat. Ein weihevoller Ort, ein Platz zum Tagträumen, morbide, leicht verschattet. Ich schlenderte zurück ins Zentrum von Lviv. Lief, wie ich merkte, das ein oder andere Mal im Kreis aus Zerstreutheit. Es wurde langsam Mittag, recht eigentlich erst später Vormittag. Menschen kreuzten meinen Weg. Sie taten alle etwas, von dem ich nur leise wusste. Doch ich sah, die Messe ging zu Ende oder sie begann gerade. Was macht das für einen Unterschied? Einige beteten, blieben auf dem Vorplatz der Kirchen und Kathedralen stehen, weil drinnen kein Platz mehr zu erheischen war oder um schneller zu entweichen. Einige saßen an Imbissbuden, tranken Nescafé. Andere rauchten vor Hauseingängen, Schulen, Instituten für humane Veterinärmedizin. Wieder andere bekreuzigten sich im Vorübergehen. Es lag darin eine Geste des Verstehens oder der Hilflosigkeit. Was machte das für einen Unterschied? Aus Seidenstraßen drängten Menschen vom Schatten ins Licht und umgekehrt. Es blieb sich gleich. Einige verschwanden in Gebäuden, wurden von Toren und Türen geschluckt. Alle taten irgendwas, von dem ich leise wusste. Ich wollte das hinter mir lassen, jenes sinnlose Tun, und war längst darin angekommen, als ich atmete und schrieb an einem Kiosk saß. Nescafé, trank und eine Frau, weder alt noch jung, mich nach einer Zigarette fragte. Wie in alten Handelsstädten drängt nun alles zu einer Mitte, bricht sich Bahn mit Fegeln verschiedener Art. Aus allen Richtungen rollen mit Pferdestärken ausgerüstete, geschäftige Städter und Pendler vom Land zu scheinbar denselben Marktplatz, der jedoch nicht ein und derselbe Platz ist, sondern ein Fluss mit vielen Armen. Reiche Kaufmannsleute in großen Limousinen, Männer in Bierwägelchen und Kleinbussen. Kuchen aus Fahrer und Handwerker in antiken Karossen. Sie alle brechen auf in das Zentrum der Dinge, die heutzutage mehr denn je Waren verkörpern. Nicht der Dinge im philosophischen Sinn, sondern Waren, Produkte, Apps. Die schmalen Straßen und gewundenen Gassen sind bevölkert mit überwiegend jungen Menschen, Fußgängern in rasantem Schritt, deren Adoleszenz zumeist in Gruppen auftritt, sich verbindet und einem Strom gleichen Schulen und Universitätsgebäude drängt. Kurz darauf zieht wie jeden Tag die Antiquitätenmarkt hinter dem Opernhaus seine Stände auf, stehen die Babuschkas von den ehemaligen Kolchosen, jetzt Kleinunternehmer, am Straßenrand und breiten ihre Waren aus. Gurken, Äpfel, Feldblumen und Kohl. Abseits des touristischen Ausfallwinkels sind die Gesichter ernst und gezeichnet, mit Furchen versehen, aus einer alten Zeit, die niemals vorbei sein wird, was auch immer die Reklame einer westlichen Welt den heimischen Augen vorgaukeln will.